Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn die ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr rauskommen, dann denke ich sofort an Gartenarbeit. Ja, kein Scheiß, Gartenarbeit macht mir persönlich super viel Spaß und ich freue mich, wenn es jetzt in den nächsten Wochen dann endlich losgeht. Und um vorbereitet zu sein, habe ich ein kleines Laserprojekt für euch. Und zwar diese schönen Stäbchen, um bei der Anzucht entsprechend markieren zu können, was wir hier anziehen. Ist ja ganz wichtig, ja, weil hier so rum Mais. Ganz wichtig, damit wir wissen, was wir vor uns haben, weil wenn unser Gemüse, unser Obst und Gemüse wächst, Obst, Gemüse und Kräuter, um es genau zu sagen, wenn das wächst, kann man es an der kleinen Pflanze nicht unbedingt erkennen. Und wenn man da einfach so einen ganzen Saatkasten voll hat, dann weiß man nicht mehr, was habe ich denn wo reingeschmissen. Und deswegen ist so eine Beschriftung doch ganz hilfreich. Und ja, klassischerweise schreibt man das ja von Hand auf so kleine Plastikkärtchen, ja, kann man auch machen. Allerdings habe ich gerade weder einen wasserfesten Filzstift zur Hand, noch kann man meine Handschrift wirklich gut lesen. Und ja, da ich Holz habe und einen Laser, dachte ich mir, cooles Laserprojekt und ich zeige euch, wie die gemacht werden. Die hier sind zwar schon fertig, aber nachdem ich die jetzt in der Familie rumgezeigt habe, haben alle gesagt, hey, kannst du mir auch welche machen? Ich möchte auch bald anfangen mit dem Aussehen. Ja, kann ich tun. Bevor wir gleich loslegen, eine kleine, aber sehr wichtige Bitte. Wenn du mir helfen möchtest, dass dieser Kanal weiter wächst und ich euch in Zukunft noch mehr tolle Projekte zeigen kann, dann klick am besten jetzt gleich schon mal auf den Daumen hoch. Also, los geht's. Los geht's. Kamera muss vom Stativ. Wir gehen mal hier rüber. Hier siehst du mal mein Ausgangsmaterial. Das ist Holz. Unschwer zu erkennen. Und zwar haben wir hier alten, nicht mal alten, sondern Parkettfußboden. Parkettbodenstücke. Die werde ich verwenden, um hier entsprechend gleich mit dem Laser ein paar schöne Beschriftungen zu machen. Die habe ich hier sortiert. Die gibt es übrigens, das ist total crazy, die habe ich von Amazon und diese zwei Kisten zusammen haben ungefähr 30 € gekostet. Das sind 30 Kilo Holz, unglaublich. Und das Unglaubliche eigentlich ist, die werden als Brennholz verkauft. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Die werden als Brennholz verkauft. Einfach weil die nicht alle perfekt sind. Na, hier sieht man zum Beispiel, das hier ist so ein bisschen schief. Ja, das ist auf der linken Seite schmaler. Aber die hier unten zum Beispiel, die sind alle tipptopp. Ich habe das entsprechend aussortiert. Und hier sind auch so interessante Stücke dabei. Einmal halb Rinde und halb normal. Auch super toll, um mal irgendwas damit zu basteln. Und dann habe ich hier noch eine kleine Kiste mit so Furnierstücken im Prinzip. Ja, also ganz schmale Reste habe ich hier auch aussortiert und eine ganze Kiste voll. Für heute werden wir mit diesen Stücken anfangen und die sind mir ein bisschen zu groß, deswegen schneide ich die jetzt erstmal durch. Dazu gehen wir an die Bandsäge. So, dieser Schritt ist natürlich eigentlich optional, weil du könntest diese Hölzer auch so verwenden, wie sie sind. Ich persönlich mag es, wenn es jetzt ein bisschen schmaler, ein bisschen eleganter wird. Es hängt natürlich auch davon ab, welche Art Holz du hast. Da ich aber eine Bandsäge habe, ist es für mich jetzt kein großer Stress, das zu machen. Ich habe hier den Abstand schon eingestellt. Jetzt wird es laut. Wir sägen einfach mal ein paar Teilchen. Und dann geht es weiter zum Schritt 2, nämlich dem Schleifen gleich nebenan. Also. Guck mal, wie schnell das geht. Der Wahnsinn. Wahnsinn. So, meine Lieben, theoretisch kann ich das Holz schon so verwenden, wie es ist. Spricht überhaupt nichts dagegen. Ich meine, das ist kein High-End-Produkt, aber ich habe Bock, das jetzt noch ein bisschen
feiner zu machen, ein bisschen schöner, ein bisschen haptisch anspruchsvoller. Und deswegen gehen wir jetzt hier an die Schleifmaschine. Man könnte es auch von Hand schleifen, man könnte es auch gar nicht schleifen, aber ein bisschen schleifen tut gut, fühlt sich viel besser an. Und deswegen machen wir das jetzt. Also. So, von allen vier Seiten einmal kurz anschleifen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja? Kann ich absolut empfehlen. Mache ich jetzt für alle anderen auch schnell. Geht ja schnell. So, es wird laut. Ja! So, 2, 4, 6, 8, 10, 12 Stück. Nice. Übrigens werden wir später nochmal zur Schleifmaschine zurückkehren, um hier nochmal so ein paar kleine, soll man sagen, Feinheiten auszubessern. So, jetzt sind wir am Laser. Wir gehen kurz gemeinsam in Lightburn. Ich zeige euch das Setup. Ich zeige euch die Datei, wie ich das eingerichtet habe. Das Ganze ist wirklich ziemlich simpel. Und es gibt aber einen kleinen Trick, der das Ganze schneller macht, damit wir nicht so lange warten müssen, weil ich möchte ja jeden dieser kleinen Sticks vorne und hinten gravieren und das summiert sich, wenn wir hier so viele Gravuren machen und es ist ein Riesenunterschied, ob wir eine halbe Minute brauchen oder zwei Minuten pro Stick. Deswegen jetzt ab in Lightburn. So meine Lieben, jetzt sind wir hier in Lightburn und ihr seht hier das doch sehr simple Setup für meine Gravuren. Das hier oben waren einfach mal ein paar Tests mit unterschiedlichen Schriftarten. Was wir aber letztendlich nutzen, ist genau dieser Bereich hier. Boah, den haben wir hier doppelt, kann man mal rauswerfen. So, hier steht jetzt Stockrosen. Das ist hier das erste, was ich brauche aus meiner Liste. Das sind übrigens nicht meine Auflistungen hier unten, sondern das geht an die Schwiegermutter, die hat hier nämlich auch schon bestellt, diese schönen Sticks für die Beschriftung. Also, Stockrosen. Jetzt kann man sich fragen, warum haben wir denn da hinten diesen Rahmen? Der Rahmen ist dafür da, für eine Positionierung, denn du siehst, der ist hier gar nicht auf, der Output ist deaktiviert, sodass wir den gar nicht gravieren, sondern eben nur für die Positionierung. Schau mal, wir machen ja unten hier, sagen wir, starten von der aktuellen Position des Laserkopfs und zwar rechts Mitte ist die Startposition, das ist hier dieser grüne Punkt, dieses grüne Rechteck. Und ich möchte nämlich nicht, dass wir hier starten, direkt am N, sondern ich möchte, dass wir hier starten, am Ende von diesem Rahmen. Aber ich möchte den Rahmen eben nicht gravieren und deswegen habe ich das so eingestellt. Die eigentliche Gravur, das ist die rote Ebene, die schauen wir uns mal an, die habe ich als Schraffur eingestellt. Ich zeige euch immer in der Vorschau, wie das aussieht. Das sieht dann nämlich so aus, dass wir hier einmal nur schnell drüber fahren, um eine Schraffierung, eine Schraffur zu machen. Und danach fahre ich nochmal außenrum, um die Schrift zu umranden. Das sieht am Ende sehr ähnlich aus wie eine vollflächige Füllung, geht aber wesentlich schneller, weil die Abstände hier nämlich jetzt nicht 0,1 mm sind, sondern 0,5 mm. Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze in einem 45-Grad-Winkel zu machen und ich laser hier mit 2600 mm pro Minute und voller Laserstärke. Kann man auch ein bisschen runterfahren, soll wohl ganz gut sein für die Lebensdauer des Lasers und macht jetzt hier auch keinen relevanten Unterschied. Die zweite Ebene, das ist ein Sublayer, also eine Unterebene, die habe ich jetzt hier auch natürlich eingestellt. Hier gehen wir mit 2000 mm pro Minute und ja, entsprechend jetzt auch mit 95% Laserintensität und zwar als Linie, nicht füllen wie bei der ersten, sondern als Linie für die Umrandung, die dann eben, ich zeige es nochmal, nach dieser Schraffur um die Buchstaben herum gemacht wird. So, du siehst jetzt, hier steht 44 Sekunden für eine Gravur. Das ist echt schnell und so komme ich hier auch wirklich
gut voran. So, meine Lieben, jetzt legen wir mal einfach das erste Stäbchen ein. Ich gucke immer auch ein bisschen drauf, welches ist die schönere Seite. Das hier zum Beispiel ist hier unten so ein bisschen kaputt. Wenn das nachher in der Erde steckt, wäre es doch besser. Deswegen lege ich das jetzt einfach mal so rum hier ein. Ich habe hier im Laserbereich ein Stück Holz platziert, das hier schön parallel zum Anschlag liegt. Damit ist das Stäbchen, das ich jetzt hier einfach direkt anlege, auch immer im richtigen Winkel ausgerichtet. So muss ich also nicht jedes Mal gucken, ob das im richtigen Winkel fährt. Außerdem habe ich die Länge hier so abgepasst, dass die Ecke plus Stäbchen exakt am Laser aufhört. Wenn wir jetzt also mal die Rahmenfunktion machen, dann sieht man jetzt, wie das Ganze hier abfährt, und das passt jetzt genau so, möchte ich es nämlich haben. Und wir machen jetzt einfach mal eine Gravur, gehen mal hier gemeinsam auf Start. Yep, und dann geht's los. Schauen wir uns mal an. Du siehst jetzt hier, wie die Schraffur ausgeführt wird. Das Ganze hier ziemlich schnell auch durchfährt. Was du vielleicht nicht siehst, ist, wie meine Absaugung funktioniert. Die funktioniert ziemlich gut, nicht perfekt, könnte noch ein bisschen besser sein, aber bald wird es Frühjahr und Sommer und dann sind hier eh alle Türen und Fenster offen. Und dann sieht es doch schon wieder ganz anders aus. Also hier hinten kann man schon ein bisschen was erkennen. Doch, jetzt sieht man, wie der Rauch schön hier abgesaugt wird. Ne? Funktioniert ziemlich gut. Man riecht es trotzdem, aber ich muss auch sagen, bei Holz stört mich das auch nicht so unbedingt. Wie das riecht, riecht eigentlich ganz angenehm. So, jetzt wird umrandet und wie du siehst, sind wir schon fertig. Tipptopp. Und jetzt ist es einfach so, wir gucken es uns mal kurz gemeinsam an. Ich lege das mal hier drauf. Das sieht doch schon mal ziemlich nice aus, oder? Also, man erkennt die Schraffur, aber auf den ersten Blick sieht es halt doch aus wie eine flächige Gravur. Nur, dass es einfach viel schneller geht. So, und jetzt zum Thema nochmal einlegen. Du siehst, ich lege das einfach wieder rein. Ich drehe das Ganze natürlich um, damit wir jetzt die Rückseite gravieren. Drück auf Start. Und jetzt machen wir die Rückseite. Und das machen wir jetzt für alle Gravuren, die hier anstehen. Bisschen Fleißarbeit, aber es macht auch einfach immer wieder eine Riesenfreude. Also, Musik und Action. Lecker. Wer kennt's nicht? Rosmarin. Ganz toll gemacht. Naja, dann machen wir es halt nochmal. Shit happens, Leute. Shit happens. Das sieht doch schon besser aus. Okay, Rückseite. Und Abfahrt. So, fertig. Es ist doch noch ein bisschen eskaliert. Mir sind nämlich noch ein paar Sachen eingefallen, die ich selber auch noch anpflanzen möchte. Und dann kam noch eine Nachricht rein von meinem Vater. Ey, kannst du mir auch solche Dinger hier machen? Ich hätte ihm halt kein Bild schicken sollen. Aber macht ja auch Spaß. Und deswegen machen wir auch dieses Video. Also, die sind alle fertig. Plus da hinten noch ein paar. Jetzt zeige ich euch den letzten Schritt, den ich hier mache, um die noch ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Ich habe es vorher schon angekündigt. Wir müssen nochmal an die Schleifmaschine. Und dabei möchte ich hier diese obere Seite einfach ein bisschen abrunden. Gefällt mir von der Optik einfach ein bisschen besser. Man könnte sich überlegen, ob man dann vielleicht noch eine Lasur drüber macht oder einen Klarlack oder sowas, um die Dinger einfach ein bisschen langlebiger zu machen. Ich habe damit experimentiert, hat mir nicht gefallen. Vielleicht liegt es aber auch an der Lasur, die ich hier hatte. Müsst ihr mal ein bisschen mitspielen. Wenn ihr einen geilen Tipp habt, haut ihn gerne in die Kommentare. Ich lerne auch gern dazu. Also, ab an die Schleifmaschine.
So, wahrscheinlich gibt es bessere Methoden, das zu machen. Ich bin ja auch kein Profi, aber man darf ja auch sehen, dass es Handarbeit ist. Ja? Ich mache das immer so, dass ich hier an diesem Tellerschleifer ansetze und dann hier so eine, ja, so eine leichte Kippbewegung mache. Dadurch runde ich diese Ecken dann ab. Gucken wir es uns kurz nochmal an. So sieht das jetzt erstmal aus. Was auch immer Wicken sind, muss ich mal googeln. Ne? Habe ich jetzt hier im Auftrag gemacht. Wicken. Ich glaube, irgendeine Pflanze. Ne? Wie auch immer, probieren wir es. So. Und so sieht das dann nachher aus. Ja, einfach abgerundet. Ist natürlich, wie gesagt, alles absolut Geschmackssache, aber ich finde es jetzt einfach so noch mal ein bisschen schöner. Aber man kann ja das vielleicht auf dunkel malen. Man kann es ja machen, wie man möchte. Aber ich werde die jetzt mal abrunden. Man könnte sogar auch unten noch mal ein bisschen, ja, man sieht jetzt hier, das ist halt einfach kein gutes Holzstück gewesen. Das ist schon hier so ein bisschen konisch am unteren Ende. Könnte man jetzt noch ein bisschen verstärken, damit man das besser in die Erde stecken kann, aber dann verrottet es auch schneller. Also ich lasse das einfach so dick und unten lasse ich es, oben werde ich jetzt alle abrunden. Geht schnell, macht Spaß, passt auf eure Finger auf, diese Maschine hat es auch in sich, ne? Gerade wenn man so kurze, kleine Holzstücke schleift. Ja. Ich habe auch schon mit Handschuhen hier geschliffen, muss aber sagen, mit Handschuhen hast du einfach kein Gefühl in der Maschine. Auch bei so kleinen Teilen vor allem nicht. Und dann, ja, wenn du mal reinkommst, der Handschuh ist auch schnell durch. Also, naja, man lernt daraus. Ja, was soll ich sagen? Also ich muss echt sagen, mit jedem Durchgang, dass es will, mit jedem Durchgang bin ich schneller geworden. Hier muss ich hoch. Mit jedem Durchgang bin ich schneller geworden und besser. Ja, jetzt werde ich hier nochmal so ein bisschen von Hand drüber gehen. Also mit Schleifpapier von Hand nochmal so ein bisschen Feinarbeit machen. Einfach, weil ich manchmal so ein bisschen Perfektionist bin. Aber das sieht doch schon richtig geil aus. Wow. Also abgerundet gefällt mir das nochmal viel, viel, viel besser. Was sagt ihr? Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare haut. Haut mal in die Tasten. So, meine Lieben, damit sind diese Aussaatbeschriftungsholzstäbchen, die haben bestimmt auch einen anderen Namen, fertig. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video inspirieren, euch die ein oder andere Idee geben, euch ein bisschen motivieren, auch wieder mehr mit eurem Laser, mehr in eurer Werkstatt zu machen. Wenn das so ist, hinterlasst unbedingt einen Daumen hoch und schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video hier auf dem Channel wiedersehen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Frühling und bis zum nächsten Mal.